Wir sind auf dem Massou-Strand. Richtig gesehen, James. Dankeschön für den sensationellen Kameraschwenk. Und zwar gucken wir uns das Asus UX21A an. Das ist ein ZenBook mit 11,6-Inch Display, übrigens IPS-Display, 1080p Auflösung, also 1920x1080. Ich glaube, das wird mein nächstes Ultrabook werden. Aber der große Unterschied ist zu dem Prime, den wir ja schon ein paar Mal gesehen haben, ist, hier ist ein Touchscreen. Ja? Und warte mal, wie kommen wir denn jetzt hier auf dem... Schlauerweise bin ich hier der absolute Windows 8 Newbie. Aber was ihr sehen könnt, ist, das Display hat eine sensationell gute Auflösung. Der Touch reagiert ordentlich zügig und schnell. Machen wir, da kann ich, da komme ich zum Desktop hin. Wie kann ich hier mal so ein paar Bilder aufmachen? Also guckt euch das mal an. Performance vom Feinsten. Das gefällt mir. Und glaubt es mir, wenn ihr ein bisschen mit so einem Touchscreen auch im Ultrabook zusammen rumgespielt habt, dann wollt ihr das einfach nicht mehr missen. Ansonsten, lasst uns mal einfach noch mal ums Gerät drumherum gehen, damit ihr auch wisst, wie das da aussieht. Wir haben hier einen Anschluss für euer Netzteil. Lustigerweise gar kein Netzteil hier angeschlossen. USB 3.0, dann haben wir einen Mini-HDMI-Ausgang. Vorne ist nichts. Hier an der Ecke ist schon eine Kante abgebrochen. Ich weiß nicht. Ein Anschluss für euer Headset. DisplayPort und ein Kensington Keylock. Großes Trackpad mit integrierten Mausbuttons. Schönes, schickes Keyboard. Das Keyboard finde ich generell sowieso sehr, sehr gut. Und ansonsten natürlich Ivy Bridge da drauf. Also Core i5, Core i7, 4 GB RAM mindestens, eine 128 GB SSD. Wann wird dir Spaß verfügbar sein? Bald. Sagen wir mal einfach in der zweiten Jahreshälfte, dann kann ich nicht falsch liegen. Wie viel wird das kosten? Rechnen wir generell damit, dass so Touchscreens so etwa 100 Euro Aufpreis kosten, 100, 150 Euro Aufpreis. Das wird sich in der Zukunft auch noch ändern. Das ist ein erster Eindruck vom Asus ZenBook UX21A. Ich bin Sascha von netbooknews.de. Vielen Dank fürs Zusehen. Okay.